Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde da draußen. Zunächst möchte ich euch ein erfolgreiches neues Jahr wünschen und hoffe, dass ihr alle gesund und munter ins neue Jahr gekommen seid und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Fangen wir gleich einfach an, offen raus, ich höre auf. Im April 2016 habe ich durch einen eher blöden Zufall als Sivi angefangen, euch von meinem beruflichen Alltag im Rettungsdienst zu berichten, auf komödiantische Art und Weise, von meiner ehemaligen Bundeswehrzeit, natürlich von meiner großen Leidenschaft, nur der HSV, ne? Ihr wisst, mein Herzensverein. Und habe wirklich viele, viele tausend Menschen damit bisher erreichen können. Allein im vergangenen Jahr irgendwie in der Statistik bei YouTube waren es irgendwie um die 250.000 Kommentare, die unter meine Videos geschrieben worden sind oder so. Dazu kommt Facebook, Instagram und so weiter und so fort. TikTok natürlich. Und trotzdem muss ich sagen, nach nun fast 8 Jahren als Sivi ist einfach der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören. Natürlich wollt ihr wissen, warum. Es werden jetzt auch Leute da sicherlich am anderen Ende der Geräte hier sein oder dieses Gerätes sein am anderen Ende. So. Einfach komischer Gedanke irgendwie. Die jetzt sagen, oh mein Gott, ne, was ist da los? Und andere wiederum, juhu, ne, er hört endlich auf. Aber ich möchte euch natürlich nicht dumm sterben lassen, insofern. Möchte ich euch natürlich über die Hintergründe so ein bisschen informieren, was mich dazu bewegt, aufzuhören. Fast 8 Jahre ist es jetzt her, dass ich durch einen blöden Zufall halt eben angefangen habe, euch vielleicht auch mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, über sozialpolitische, sozial brisante Themen zu berichten, wie auch immer. Ich habe natürlich verschiedenes Feedback bekommen, unter anderem ganz, ganz viel Feedback bekomme ich wirklich seit vielen Jahren auf meiner Facebook-Seite, der Sivi, wo teilweise die Videos über 1 Million Mal angezeigt werden, zigtausende Kommentare teilweise unter den Videos sind. Und da sind natürlich auch Kommentare bei, die sind halt eben nicht so schön. Die Internetlandschaft hat sich geändert, die Menschen haben sich geändert. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, aufzuhören. Ich habe mich mit meiner Frau darüber beraten. Die sagt auch, hör auf damit. Hör wirklich auf damit. Man wird älter. Ne? So, auch ich werde älter und vielleicht auch ein bisschen erwachsener. Man mag es immer nicht glauben, aber manchmal ist es so. Na, dann pustest du, wenn du in den ersten Stock gehst, weil du halt eben schon so eine Büffelhüfte geworden bist, ne? Und kriegst halt eben keine Luft mehr. Und das sind zum Beispiel auch so Kommentare, ne, die gerade auf meiner Facebook-Seite, also wer sich die Mühe mal machen möchte und sich mal so die Kommentare unter den Videos der letzten 12 Monate, sag ich jetzt mal, mal reinziehen möchte, stichprobenartig wird sehen, da sind halt eben auch Leute, die schreiben teilweise solche Texte, wo sie mich wild beleidigen, meine Familie beleidigen und mir nur das Schlechteste wünschen, also das Schlechteste, was man überhaupt nur irgendjemandem mal wünschen kann, mir das wünschen und einige natürlich, ja, geben mal, oder auch viele, tatsächlich ganz viele, die schreiben, lass dir mal die Fresse richten und na hier, dann da, den schiefen Zähnen und die geilen Zähne. Und also diese hier, also die sind nicht die anderen, die Zähne hier soll ich mir richten lassen. Und ja, und dann ist irgendwann der Moment, wo man einfach mal eine Entscheidung treffen muss. Meine Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, dass ich aufhören werde. Ja, das ist es eigentlich. Ich habe ein wirklich hervorragend funktionierendes Moderatorenteam. Auf meiner Facebook-Seite, bei YouTube. Und hin und wieder haben mir halt eben meine Moderatoren auch Kommentare weitergespiegelt oder mir die Info gegeben, ich soll mal gucken, weil es ist bisher eigentlich immer so gewesen, dass ich mir meine Kommentare eigentlich oder die Kommentare oder meine Videos gar nicht wirklich selber angucke. Es
verstehen natürlich nicht alle so, ne? Aber da hat man einfach auch gar nicht die Zeit für. Ne? Wenn man voll berufstätig ist, halt eben auch im Rettungsdienst und Familie hat und so, dann kann man natürlich nicht den ganzen Tag irgendwelche privaten Nachrichten lesen oder Kommentare. Also machen es die Moderatoren. Und wenn die natürlich solche Kommentare sehen, wo es gegen meine Familie geht, gegen mich geht, was meine Zähne anbelangt, also diese wunderschönen Weißerchen, ja, bezüglich so, ne, dann ist das so, dass meine Moderatoren halt eben die Leute, die dann auch Top-Fan-Abzeichen haben, solche Texte schreiben, wirklich unter jedes Video von mir solche Texte schreiben, die Moderatoren eine Sekunde auf Löschen klicken, dann schreiben die Leute wieder solche Texte und das unter jedes Video und schreiben dann auch unter, Mensch, wieso wird der mir andauernd angezeigt? Interessiere mich für den gar nicht, für den CV und so, ne? Auf den habe ich gar keinen Bock, aber die halt eben in 12 Monaten unter jedes Video von mir kommentieren irgendwie bei Facebook und die kommen, also die Moderatoren dann halt eben das Ganze moderieren. Das ist irgendwann der Punkt, wo man sagt, man hört auf. Und ich höre jetzt auf. Meine Moderatoren setzen solche Leute halt eben, wenn sie es übertreiben, auf eine sogenannte Blockliste. Also auf eine Liste, wo die Leute dann, wenn sie draufstehen, bei mir nicht mehr kommentieren können. Dann können sie halt eben nicht mehr stundenlang solche Texte schreiben, wie uninteressant meine Videos sind und das unter jedes Video. Also jedes Video ist uninteressant, was man stundenlang runterschreiben muss. Das können die dann nicht mehr, weil sie halt eben blockiert sind. Und deswegen habe ich jetzt mir einfach vorgenommen, aufzuhören. Ich höre jetzt eindeutig auf. Ende. Ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf, die Leute auf den Blocklisten zu lassen. Und werde alle wieder freischalten, damit alle kommentieren können. Damit alle wieder schreiben können, wie uninteressant ich bin. Und das unter irgendwas im Fernsehen sehen, was sie nicht interessiert, anstatt wie jeder normale Mensch das machen würde. Einfach umzuschalten, schreiben sie solche E-Mails an die Redaktion, dass die sich löschen sollen, das Geschäft aufgeben sollen und gucken es trotzdem jeden Tag. Ich krieg schon wieder einen roten Kopf hier. Mann, Leute, ich liebe sowas, mal abgesehen davon. Meine Moderatoren waren diejenigen, die mich auf solche Kommentare überhaupt hingewiesen haben. Ja, also ich lese die Kommentare nicht mal, weil ich finde die zu geil. Gerade wo ich denn so wüst beleidigt werde, solche Texte werden geschrieben, Leute, solche Texte. Wie uninteressant ich bin. Meine schiefen Zähne triggern da auch welche. Und trotzdem sind die unter jedem Video da. Bei jedem Video wird ein Kommentar gelassen und irgendwas geschrieben, was im Endeffekt gar keinen interessiert. Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen. Insbesondere auf meiner Facebook-Seite. Bei YouTube ist das gar nicht so schlimm. Aber auf meiner Facebook-Seite, da sind so viele Leute, die mich einfach wüst beleidigen, kriegen Top-Fan-Abzeichen, weil sie unter jedem Video kommentieren und unter jedem Video schreiben sie, wie uninteressant ich bin. Leute, das ist Comedy pur. Echt, vielen, vielen lieben Dank an genau die Leute. Ihr versüßt mir das immer weiter zu machen, immer weiter zu machen. Es bringt so einen Bock, Mann. Und ich werde echt häufiger jetzt mal meine Kommentare lesen, einfach weil ich das absolut amüsant finde, als wenn mich das überhaupt irgendwie interessieren würde, ob da einer ein Problem mit meinen Zähnen hat, also mit denen da, ja, oder mit den Inhalten, die ich veröffentliche, als wenn mich das überhaupt irgendwie nur interessieren würde. Meistens sind es ja so Leute, ja, deren IQ, ja, der steigt so proportional zur Raum, also mit zur Raumtemperatur, ja. Das ist natürlich im Winter immer ein bisschen höher als im Sommer, aber trotzdem, ich danke euch wirklich. Alleine ihr seid es das wert, immer und immer weiter zu machen. Vielen, vielen lieben Dank und auch euch wünsche ich ein erfolgreiches neues Jahr. Liebe geht raus, wirklich, und an alle Sivianer da draußen, die richtige Sivianer sind. Euch liebe ich natürlich über alles und ich werde nie aufhören, Leute. Niemals, schon gar nicht wegen solchen Idioten. Aber ich werde sie alle von den Listen löschen, damit sie alle schreiben können. Meine richtigen Sivianerinnen und Sivianer, ihr könnt euch dann ja mit einmischen. Also haut rein. Euer Sivi.